Klagenfurt, 14. März 2018. Um kurz vor 3 Uhr macht der Bäcker Heimo Wallner Feierabend. Er wählt ab dieser Nacht eine neue, schnellere Route für den Heimweg. Die führt den Österreicher über die Edenthaler Straße. Er sagt, dass hier eine Tempo-30-Zone ist, habe er nicht gewusst. Die Einhaltung dieser Höchstgeschwindigkeit wird von einem Radarmessgerät präzise kontrolliert. Heimo Wallner fuhr in dieser Nacht nachweislich 27 Kilometer pro Stunde zu schnell. Ich war eigentlich ortsunkundig gewesen und deshalb habe ich gedacht, im Ortsgebiet ist 50 und habe eigentlich gedacht, ich halte mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, aber leider war nicht der Fall. Dabei ist die Beschilderung eigentlich eindeutig. Bei dem Blitzer handelt es sich um ein Infrarotmessgerät. Das Perfide an diesen Dingern, man merkt oft gar nicht, dass man geblitzt wird. Nein, der ist mir nicht auffallend und der hat auch nicht geblitzt, weil deswegen habe ich gedacht, ich halte mich in der Geschwindigkeit, beziehungsweise es passt alles, weil wenn er geblitzt hätte, dann hätte ich gewusst, dass er Fehler macht. Die nächste Nacht. 3:03. Die Edenthaler Straße. Heimo Wallner fährt wieder zu schnell. Und so geht es weiter, Nacht für Nacht. Friesach in Kärnten. Heimo Wallner und seine Frau haben 8 Kinder. Die Geburtstage der Familie sind akkurat festgehalten. Heimo Wallner, ein disziplinierter Mensch. Bis er aber das mit dem Blitzer bemerkte, dauerte es. Am 7. Mai, rund 7 Wochen nach der ersten Geschwindigkeitsübertretung, geht Sohn Sebastian zum Briefkasten. Darin fast ein Dutzend Bescheide vom Amt auf einmal. Sogenannte Anonymverfügungen. Wir waren einkaufen, dann sind wir zurückgekommen, war der erste Stapel da von den Briefen da. Und dann habe ich gewusst, da kämen noch mehr. Also beim ersten Mal waren 11 Stück da. Er schaut auf einen Kalender und zählt nach. Vom 14. März bis zum 7. Mai waren es genau 42 Arbeitstage. An jedem einzelnen hatte der Blitzer, der nicht blitzt, ihn erwischt. Die restlichen Bescheide trudelten dann in den nächsten Tagen nach und nach ein. Insgesamt waren es 42. Genau, die 42 Tage, was wir eigentlich ausgerechnet haben, das sind echt alle gekommen. Ja, es war natürlich im ersten Moment ein Schock, muss ich ehrlich sagen. Und dann die Angst, wie hoch werden die Strafen werden? Wie hoch ist die Belastung für uns als Familie? Das Bußgeld addiert sich auf rund 3.000 Euro. Seinen Führerschein muss er aber nicht abgeben. Ich kann jetzt keinen anderen die Schuld geben wie mir selber, weil im Endeffekt schuld bin ich selber. Das Einzige, was ist, dass die anonymen Strafverfügungen so spät gekommen sind. Wenn wir sie früher gekommen wären, dann war mein Fehler mir selber schon vorher aufgefallen. 42 Mal hintereinander an der gleichen Stelle geblitzt zu werden. Mit seinem Blitzmarathon hat er eine Art Weltrekord aufgestellt. Und berichtet wird auf der ganzen Welt darüber. Und ich habe gedacht, das, weil es eine Hauptstraße ist in der Stadt, dann, dass so die 50er-Regelung gilt hat, gibt leider beim Heimfahren die 30er-Tafel übersehen. Das 42 Mal. Bleibt die Frage, wie kann man diese Beschilderung wochenlang übersehen? Dabei hatte Wallner noch Glück. Der Blitzer überprüft die Geschwindigkeit auch in die andere Fahrtrichtung. Auf dem Hinweg fährt Heimo Wallner aber immer eine andere Strecke.